Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts. Heute muss ich es ein bisschen kürzer halten, weil ich noch weiter muss an andere Besprechungen. Aber wir haben natürlich einige Fragen, die schon eingereicht worden sind und sind ja recht viele von euch schon hier. Wenn einer von euch möchte, seid ihr gerne dazu eingeladen, schon mal loszulegen. Wenn nicht, geht das auch. Okay. Fangen wir sonst mal an mit den eingereichten Fragen. Und wie immer, wenn ihr Kommentare oder weitere Fragen dazu habt, einfach loslegen zwischen euch. In Bezug auf die Wertschätzung meiner Seite sind nützliche weiterführende Links doch in der Regel ein Pluspunkt. Wie wirkt sich eigentlich eine externe Verlinkung auf das Ranking aus, wenn ich diese drei Szenarien vergleiche? Erstens, ich zähle alle URLs zu weiterführenden Seiten nur auf, ohne sie zu verlinken. Ich verlinke diese Links mit Follow-Links, ich verlinke die mit No-Follow-Links. Ist die Wirkung immer gleich oder unterschiedlich? Wie sieht das auch in Bezug auf den inneren Wert meiner Seite aus? Wenn ich die Links Follow setze, gebe ich ja Link Power an die anderen Seiten weiter, schwäche mich selbst etwas ein und stärke die anderen Seiten, die vielleicht sogar Konkurrenten sind. Wie sollte ich mich verhalten? Gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass man da bezüglich externen Links, wenn das normale, natürliche Links sind innerhalb der Website, würde ich mir deswegen eigentlich keine großen Gedanken machen, sondern einfach normal verlinken. Aus unserer Sicht helfen die Links, die zu anderen Websites gehen, helfen uns ein bisschen zu verstehen, wie ihr eure Seite einschätzt, wie ihr quasi im Kontext vom Rest vom Web platziert werden möchtet. Und von dem her würde ich da einfach ganz normal verlinken. Wenn das natürlich Links sind, die nur da sind aufgrund einer Beziehung mit der anderen Website, wenn das vielleicht bezahlte Links sind, wenn das Werbung ist, dann würde ich einfach mit dem No-Follow arbeiten oder mit einem von den drei neuen Attributen, also zum Beispiel mit Sponsored, wenn das zum Beispiel Werbelinks sind. Aber ansonsten würde ich, so weit wie möglich, würde ich einfach normal verlinken auf diese Website. Das hat auf jeden Fall keinen Nachteil für eure Website, wenn das normale Links sind, zu denen ihr stehen wollt. Da würde ich da ganz normal dorthin verlinken. Also ich würde mir auch wegen PageRank nicht groß Gedanken machen. Es ist sicher nicht der Fall, dass wenn ihr externe Links habt, dass auf einmal eure Website schlechter dasteht in unseren Suchergebnissen. Ein paar Fragen zum. Ich hätte dazu noch eine ergänzende Frage, wenn ich gerade darf. Okay. Die ist mir gerade dazu gekommen, wie ist das denn? Steigt denn, wenn ich jetzt meine Webseite nehme und jemand zum Beispiel eine Newsseite schreibt, was über meine Webseite verlinkt die, also oder einen bestimmten Link daraus, steigt der PageRank denn von der Webseite dann weiterhin ganz normal, wenn die verlinkt wird und nicht gesponsert ist, also speziell gemarkt ist, sondern Also wenn also das oder ein normaler Link zu deiner Webseite ist, dann zählt das an für sich für deine Webseite. okay. Es ist so, wir verwenden PageRank intern, das heißt, ein Teil von dem wird da so weiterverwendet, aber wir verwenden viele andere Signale auch noch. Das heißt, es lohnt sich in der Regel nicht, sich wirklich nur stur auf PageRank zu beschränken und da allzu großen Wert drauflegen, sondern es gibt wirklich viele andere Sachen, die eine Rolle spielen bei Klar. der Suche. Aber PageRank ist natürlich etwas, wo man das Gefühl hat, man kann da ein bisschen irgendwas Handfestes haben. Man kann die Links zählen, man kann die eigenen Seiten anschauen und die Links ein bisschen anschauen und überprüfen. Von dem her ist das beliebt, dass man das direkt dort anschaut. Aber es gibt viele andere Faktoren und von dem her würde ich mir wegen solchen Links jetzt nicht allzu große Sorgen machen. Wo ich Ja. einfach aufpassen würde, gerade bezüglich Links, ist, dass ihr es einfach macht, dass man auf eure Webseiten verlinken kann. Das heißt, wenn ihr URLs habt, die man gut per Copy and Paste quasi weiter kopieren kann, weiterverwenden kann, das hilft sicher, wenn es relativ einfach ist, dass irgendjemand auf eure Inhalten direkt verlinken kann. Dann würde ich das so
wenn möglich einrichten. Hingegen, wenn die URLs quasi für jeden Benutzer unterschiedlich sind, wenn man Session-IDs dabei hat, dann ist es schwierig für jemand da sauber auf eure Inhalte zu verlinken. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Ich habe dazu eine Frage. Mhm. Wie ist das denn mit abgehenden Links innerhalb der Webseite? Also zum Beispiel, jetzt ein Beispiel für Flaggen kaufen, haben wir jetzt die Homepage ziemlich weit oben. Jetzt gehen abgehende Links zum Beispiel für deutsche Flaggen raus oder Österreich-Flaggen. Zählt dann dieser abgehende Link auch zu der Qualität für Flaggen kaufen? Wie meinst du Qualität für Flaggen kaufen? Ja, also ich sag mal, wenn jetzt jemand nach Flaggen kaufen sucht, dann sucht er zum Beispiel nach einer Deutschlandflagge oder zum Beispiel nach Deutschlandflaggen, jetzt zum Beispiel die Bundesländer oder Schweizer Flaggen, dann die Kantone. Und wenn diese Links halt abgehen von der Seite, die jetzt für Flaggen kaufen optimiert ist, ist das dann gut für Flaggen kaufen? Also ja, also eigentlich macht... dann würde es doch eigentlich auch nicht funktionieren, ne? Oder eigentlich würde das schon Sinn machen. Also es ist ja so, dass wir über die Links quasi, vor allem jetzt sage ich mal die interne Verlinkung innerhalb einer Website, versuchen wir ja die Seiten ein bisschen im Verhältnis zum Rest der Website zu sehen. Das heißt, wenn wir sehen, dass zum Beispiel die Homepage oder dass die Website allgemein für Flaggen kaufen bekannt ist, wenn viele... sag ich mal, so auf die Website verlinken. Wenn wir erkennen können, dass die Website insgesamt für Flaggen kaufen gut geeignet ist, dann können wir auch verstehen, dass wenn auf der Homepage zum Beispiel ein Link einfach nur für Deutschland da ist, mit dem Anchor-Text Deutschland, dann verstehen wir ja, dass dieser Link im Zusammenhang wahrscheinlich mit diesem allgemeinen Flaggen kaufen zusammenhängt. Das heißt, wir sehen vielleicht nur einen Link Deutschland innerhalb der Website, aber wir verstehen ja den Kontext von diesem Link. Das heißt, das ist ja innerhalb dieser Flaggen kaufen Übersichtsseite zum Beispiel. Also solche Links sind dann auch gut, solche internen Links. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. Dann zur Search Console. Es gibt eine Seite mit nur 287 URLs im Bericht für Nutzererfahrung auf Mobilgeräten. Alle sind korrekt und keine Fehler, aber diese Seite hat über 30.000 indexierte URLs und der primäre Bot ist Googlebot Mobile. Warum sind im Bericht nur 200 URLs überprüft? Sollte ich mich darum kümmern, wenn es keine Fehler gibt? Es ist so, dass diese Aggregatsberichte, die wir haben, also das sind der Mobile Usability Report, die verschiedenen strukturierten Datenberichte, die wir haben, die beziehen sich auf ein Sample der gesamten URLs, die wir haben für eure Website. Und wir versuchen, diese Auswahl möglichst repräsentativ zu haben. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, welche Seiten für euch relevant sind für eure Website, die wir untersuchen sollten. Diesbezüglich. Und da kann es durchaus sein, dass wir, sag ich mal, 30.000 indexierte Seiten haben, aber davon nur ein kleiner Teil davon wirklich in diesen Aggregatsberichten überprüft wird. Und die Idee dahinter ist einfach, dass in den meisten Fällen ist es ja so, dass wenn Probleme auftreten innerhalb einer Website, dann sind das allgemeine Probleme, die überall auftreten oder die bei diesem Seitentyp einfach regelmäßig auftreten. Und da ist die Idee, dass wenn wir da ein Sample von den gesamten Seiten der Website haben, dann finden wir solche Fehler auch. Das heißt, wenn in diesem Nutzererfahrungsbericht für Mobile-Geräten keine Fehler verwendet werden und da nur 200 URLs überprüft werden und man hat eigentlich viel mehr, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass der Rest der Website wahrscheinlich auch keine Fehler hat. Weil eben, wie gesagt, die meisten Fehler sind ja eher Fehler, die sich wiederholen innerhalb einer Website. Die sind nicht einmalig auf einer einzigen Seite. Dann, ich habe auch eine Frage zum Status gecrawlt, zurzeit nicht indexiert. Die Anzahl der indexierten Seiten sinkt stetig und die Anzahl der Seiten mit dieser Warnung steigt. Und dies gilt zum Beispiel für korrekte Produktseiten, die in der Vergangenheit indexiert wurden. Was könnte der Grund dafür sein? Ich weiß, dass es viele Faktoren
gibt, aber vielleicht haben Sie einige Ideen, was ich checken kann. Schwierig zu sagen, ohne die Website zu sehen. In der Regel ist es so, dass die Indexierung ist relativ dynamisch. Gerade bei einer größeren Website kann es durchaus sein, dass die Indexierung manchmal zunimmt, manchmal wieder ein bisschen abnimmt. Es ist selten der Fall, dass wirklich alles indexiert wird. Und von dem her hat man eigentlich immer einen rechten Anteil von URLs, die gekannt werden oder irgendwie erkannt werden von Googlebot, die aber nicht indexiert sind. Und an und für sich ist das nichts Außergewöhnliches. Wenn man sieht, dass über eine längere Zeit die Anzahl indexierter Seiten sinkt, dann ist das meistens ein Zeichen, dass unsere Systeme denken, dass es sich nicht wirklich lohnt, all diese Seiten separat zu indexieren. Und meistens heißt das einfach, dass man vielleicht irgendwie Google zeigen müsste, dass diese Seiten wirklich relevant sind und wichtig sind, dass man einfach insgesamt an der Website ein bisschen arbeiten müsste, um die gesamthafte Qualität der Website ein bisschen zu verbessern. Das heißt, in vielen Fällen ist das nicht irgendein technisches Problem, dass man da irgendein Meta-Tag oder vielleicht HTML nicht ganz sauber gemacht hat, sondern es ist einfach eher ein gesamthaftes Qualitätsproblem, dass wir nicht ganz hundertprozentig sicher sind, ob es sich wirklich lohnt, all diese Seiten zu indexieren. Weil schlussendlich ist es ja so, dass wenn wir Seiten indexieren, die wir nie in den Suchergebnissen zeigen, dann haben wir die alle indexiert und verarbeitet eigentlich umsonst. Wir möchten ja eigentlich eher Seiten indexiert haben, die wir dann wirklich auch regelmäßig Benutzern zeigen können in den Suchergebnissen. Was könnte der Unterschied in Impressionen und Klicks auf dem Handy gegenüber dem Desktop sein? Ich meine, es gibt deutlich weniger Impressionen auf Mobile stetig. Seit Anfang aber in E-Commerce-Seiten auf diese Kategorie gibt es immer mehr Impressionen auf Mobile. Der primäre Bot ist Mobile Googlebot. Schwierig zu erkennen aufgrund von dem. Weil grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, die Suchergebnisse über Mobile und Desktop ähnlich zu halten, aber die sind doch ein bisschen unterschiedlich. Und je nachdem, wie wir die Seiten einschätzen, kann es durchaus sein, dass einige Seiten viel besser in den Suchergebnissen dastehen auf Mobile oder vielleicht auch schlechter dastehen auf Mobile im Verhältnis zum Desktop. Und da kann es natürlich dann auch Unterschiede geben gegenüber Impressionen und der Position vor allem auch bei diesen Seiten zwischen Desktop und Mobile. Deswegen haben wir die auch separat aufgeführt in Search Console, damit man diese Unterschiede ein bisschen besser sieht. Bezüglich den primären Bot für das Crawling und Indexieren ist an und für sich unabhängig davon. Das heißt, was man da eigentlich sieht, ist das, was Benutzer in den Suchergebnissen sehen, nicht was wir vom Crawling und Indexing her verwendet haben. Ich betreue eine Website, die verschiedene Produkte anbietet. Ich würde gerne in der Search Console die beiden Produkte separat tracken, allerdings laufen beide unter derselben URL. Einzig die Verzeichnisse unterscheiden sich, also /abc-1 zu /abc-2. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Ich vermute, dass die URLs an und für sich unterschiedlich sind in diesem Fall, weil wenn die Verzeichnisse unterschiedlich sind, dann ist eigentlich schon mal die URL unterschiedlich, dann müsste man das eigentlich auch separat sehen. Wenn hingegen wirklich die genau gleiche URL verwendet wird für beide Produkte. Das heißt, wenn ich die Adresse per Copy and Paste in ein neues Browserfenster kopieren kann und ich sehe immer das gleiche Produkt, dann ist es effektiv so, dass wir nicht beide Varianten indexieren können, dass wir auch nicht beide Varianten zeigen können in den Suchergebnissen, weil es sind ja unter der gleichen Adresse. Wir wissen ja nicht, was man machen müsste, um die andere Variante zu sehen. Und dementsprechend können wir das auch nicht in Search Console separat ausweisen. Das heißt, was man auf jeden Fall da drauf achten müsste, ist, dass diese URLs separat oder dass diese Produkte auf separaten URLs sind, damit man die auch wirklich separat sauber indexieren kann. Um
Wie kann ich die Deindexierung Recrawling von Seiten beschleunigen? Ich warte seit Oktober 2019. Über die Site-Abfrage erscheinen immer noch Seiten, die raus sollten. Über Search Console, URL Inspector sehe ich zum Beispiel teilweise letztes Crawling letzten August. Sitemap habe ich schon probiert. Wann wird spätestens ein Recrawling einer Seite gemacht? Spätestens ist schwierig zu sagen. Es gibt sicher Fälle, je nachdem, wie das indexiert ist, dass es ein halbes Jahr oder länger geht, bis diese URLs neu gecrawlt werden. Das klingt so, als ob das jetzt eigentlich schon hinüber ist, also schon länger ist als ein halbes Jahr. Aber das liegt an für sich trotzdem noch im Rahmen, wo ich sagen würde, das kann so passieren. Normalerweise, was da natürlich der Fall ist, ist, dass solche URLs, die so selten gecrawlt werden, auch eher URLs sind, die sehr selten in Suchergebnissen gezeigt werden. Das heißt, wahrscheinlich über normale Suchen sieht man die gar nicht, sondern man sieht sie wirklich nur über eine Site-Abfrage, wenn man gezielt nach diesen URLs sucht. Und in solchen Fällen ist es effektiv auch nicht etwas, was den normalen Suchergebnissen stören würde. Wenn das Sachen wären, die wirklich nicht in den Suchergebnissen gezeigt werden sollten, wenn das zum Beispiel Inhalte sind, die man absichtlich gelöscht hat, wo man wirklich sicher sein möchte, dass sie nie gezeigt werden, sag ich mal, weiß nicht, eine Telefonnummer, die man aus Versehen veröffentlicht hat, dann würde ich über den Entfernungstools die Seiten einzeln herausnehmen lassen. Wenn das einfach nur alte Produktvarianten sind, die mal indexiert wurden und jetzt seit längerem nicht mehr existieren, würde ich die einfach sein lassen. Dann würde ich da jetzt eigentlich nicht, sage ich mal, noch manuell die entfernen lassen oder unterdrücken lassen in den Suchergebnissen, einfach damit man die Site-Abfrage ein bisschen sauberer hat. Manchmal geht das einfach sehr lange, bis die wirklich rausfallen. Habt ihr denn ein maximales Recrawl, so einen Zeitraum? Also gibt es das überhaupt? Also du hast gesagt August, aber ich meine, ich hätte April geschrieben. Ich sehe jetzt gerade meine Frage nicht. Wir sind schon drüber. Also es gibt URLs, die sind schon über ein Jahr jetzt schon nicht mehr gecrawlt worden. Natürlich, wenn man jetzt danach sucht, zum Beispiel Autofahne Seychellen, das ist wieder sowas. Das kommt natürlich ganz oben dann halt, aber es sucht keiner danach. Also deswegen soll die Seite einfach raus. Und es gibt halt eine Übersichtsseite, wo auch die Autofahne drin ist halt, und die soll dann dafür kommen, weil die werden dann stärker, die Übersichtsseiten. Also gibt es dieses, nach anderthalb Jahren nochmal Recrawling, oder habt ihr nicht, ne? Eigentlich nicht, nein. Bei uns ist es wirklich so, dass wir, je nachdem, wie es indexiert ist, haben wir einfach unsere internen Richtlinien, dass wir versuchen, diese Seiten zu aktualisieren innerhalb einem gewissen Zeitrahmen. Aber es ist nicht so, dass wir eine maximale Zeit haben, wo wir sagen würden, ab diesem Alter müssen wir sie einfach aus dem Index nehmen, egal ob wir sie neu gecrawlt haben oder nicht. Und wenn ich jetzt eine Sitemap einspiele, die jetzt alle meine No-Index-Produkte enthält, die auch schon raus aus dem Index sind, erkennt das Google und crawlt nicht die nochmals, sondern nur die, die noch drin sind? Würde das vielleicht funktionieren? Da würden wir wahrscheinlich alle nochmal crawlen. Gerade wenn jetzt als Änderungsdatum ein aktuelles Datum angegeben wird, dann würden wir die wahrscheinlich alle nochmal anschauen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie wir insgesamt mit dem Crawling vorwärts kommen bei der Webseite, wie wir das einschätzen mit diesen URLs. Wenn wir die URLs anschauen und denken, ja, die haben sich seit langer Zeit nicht mehr verändert, die müssen wir jetzt nicht mehr neu crawlen, dann kann es sein, dass wir die nicht mehr direkt so neu crawlen. Okay. Ich hätte dann noch eine Frage zu meiner ersten Frage mit diesem Flaggenkaufen. Mhm. Und wenn jetzt nur der Text Deutschlandflaggen erscheint, also ist ein Link besser oder sollte ein Link nur da sein, wenn man auch möchte, dass Deutschlandflaggen die Seite dann noch im Index erscheint? Weil es gibt zum Beispiel verschiedene Piratenflaggen und zum Beispiel Piratenflagge Fluch der Karibik haben wir jetzt zum Beispiel auch mit drin, wo es jetzt keinen Link auf der Seite gibt, sondern direkt einen in den Warenkorb legen. Also der Link fehlt einfach. Selbst wenn die Seite jetzt auf No-Index wäre, die folgende Seite, aber der Link fehlt. Man kann es direkt in den Warenkorb
reden. Ist es denn genauso jetzt von der Qualität her, dass der Link und der Text genauso zählt bei euch? Also ich habe gemerkt, eigentlich besteht da kein Unterschied, ob es jetzt ein Link ist oder ob nur der Text vorkommt. Ja, wenn die verlinkte Seite mit einem Noindex ist, dann ist es ja nicht so, dass wir mit der verlinkten Seite groß arbeiten können. Und dann sehen wir diesen Anchor-Text einfach als normalen Text auf der Seite an. Ich vermute, dass das geht in die Richtung bei dir, weil dann ist es ja an und für sich gleich, ob wir den Text, sag ich mal, Piratenflaggen finden oder ob wir den Link finden, weil der Link ist ja dann nicht wirklich ein Link zu irgendeiner anderen Seite, wo wir einen Kontext herstellen können, sondern der Link geht ja auf eine No-Index-Seite, wo wir eigentlich diesen Link dann schlussendlich dann auch fallen lassen würden. Ja, ja, genau. Also meine Frage wäre eigentlich, dieser Kontext, also wie du den jetzt gerade, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist sowas besser, so einen Kontext zu haben? Also zum Beispiel dieses tiefere Einsteigen in die Webseite, also Flaggen kaufen, dann kann man weitergehen auf Schweiz, Deutschland und so weiter. Ist sowas grundsätzlich besser, wenn es dann noch weitergeht? Oder ist es genau das Gleiche wie eine No-Index-Seite dann praktisch? Das hängt ein bisschen davon ab, wie du es haben willst. Da gibt es keine, sag ich mal, definitive Antwort. Bei manchen ist es so, dass es Sinn macht, dass man da vielleicht die einzelnen Produktseiten indexiert hat. Bei anderen hat man vielleicht weniger indexierte Seiten. Dafür konzentriert man sich auf, sag ich mal, mehr die Übersichtsseiten, die man auch hat. Aber das ist schlussendlich eine Wahl, die jeder für sich treffen kann. Manche machen das auch unterschiedlich, dass sie sagen, diese einzelne Produktseite ist für mich so wichtig, dass ich sie separat indexiert haben möchte, aber die anderen Produktseiten, die ich habe, die sind nicht so kritisch, die möchte ich lieber auf No-Index setzen. Das kann man auch machen. Also quasi dieses Abwägen zwischen einzelnen Seiten erstellen, damit sie auch separat da sind, oder dass man einfach eine stärkere Übersichtsseiten hat, das kann man beliebig selber entscheiden. Aber wie wichtig ist der Kontext, also in diesem Ganzen? Also ist ja, schon, wenn also Sie eine übergeordnete Suche. Ich stelle mir das dann so vor wie so eine Art Themen, also so ein Silo. Ne? Man geht halt rein in dieses Thema und also wie wichtig ist dieser Kontext? Der ist vor allem wichtig für die verlinkte Seite. Das heißt nicht unbedingt da, wo der Link rausgeht, sondern wo du hin verlinkt hast. Das heißt, wenn die Produktseite indexiert wird, dann hilft es uns zu verstehen, wie steht diese Produktseite im Gesamtrahmen der Website. Es ist nicht so, dass wir dann die Übersichtsseite anschauen würden und dann da sagen würden, sag ich mal, da sind jetzt verschiedene Links auf verschiedenen Produktseiten, also müssen wir das ein bisschen anders behandeln dort. Sondern es ist wirklich da, wo die Links hingehen, das ist für uns relevant. Okay, Dankeschön. Ja. Bei unserer White-Label-Website wird der No-Index-Tag nicht erkannt und sie landet im Index. Wenn ich mir den Cache in den Suchergebnissen anschaue, befindet sich dort allerdings nicht die White-Label-Website, sondern unsere Haupt-Website. Klicke ich auf den Link in den Suchergebnissen, lande ich aber beim White-Label. Hast du eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Da müsste man wahrscheinlich die Suchergebnisse mal anschauen. Normalerweise ist es, also sollte eigentlich immer der Fall sein, dass wenn wir eine Seite crawlen, eine URL crawlen und da steht ein No-Index drauf, wir haben das verarbeitet, dann würden wir diese Seite direkt aus dem Index fallen lassen. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, was jetzt effektiv hier passiert. Das klingt fast wie, als ob wir diese beiden Seiten indexiert haben und das eine vielleicht eine Alternative von der Hauptseite ist und dass wir da vielleicht am Anfang den No-Index nicht gesehen haben. Wenn man vor allem, sag ich mal, No-Index-Tag später dazu nimmt, dann kann das natürlich sein, dass wir erstmal die Variante ohne No-Index indexiert haben und dann erst im späteren Moment, wenn wir sie neu verarbeiten, sehen wir dann No-Index und lassen die Seite dann herausfallen. Aber da müsste man effektiv die Seiten mal anschauen. Man kann ja auch die gecachte Seite anschauen und ein bisschen von dem her abschätzen, ist da jetzt No-Index effektiv dabei oder nicht. Seit über 20 Jahren haben wir die deutsche Beschreibung der zwei Softwareprodukte, die wir herstellen und direkt vertreiben, auf domain.net liegen.
Früher war die englische Übersetzung auf domain.net-en und diese seit anderthalb Jahren auf domain.com umgezogen. Wir haben allerdings den Eindruck, dass sich die Rankings davon noch nicht ganz erholt haben. Um nicht Österreich und Schweiz auszuschließen, haben wir in Search Console bisher nicht Deutschland als Lokalisation eingestellt. Jetzt werden bei uns wieder einmal die Stimmen lauter, dass die einen 1-zu-1-Umzug von domain.net auf domain.de favorisieren, damit klar einerseits die Interessen weniger verwirrt sind und es eben auch Google besser versteht. Aber stimmt das denn überhaupt? Hätten wir nicht eher durch den ganzen Unruhen der 301 Redirects eher sogar Nachteile durch den Umzug? Würden wir unsere über 20-jährige Reputation dadurch nicht wenigstens zum Teil riskieren? Ich vermute, also so wie ich das jetzt hier einschätze, klingt das, als ob man die gesamten Inhalte von domain.net auf domain.de weiterleiten würde. An und für sich ist so ein Gesamtumzug ist relativ unproblematisch. Das heißt, die Länderzuordnung ist natürlich dabei. Das heißt, einmal ohne Länderzuordnung und einmal mit Länderzuordnung. Das kann ein bisschen eine Veränderung geben. Aber ansonsten, wenn das wirklich 1-zu-1 so weitergeleitet wird, sollte das etwas sein, das eher unproblematisch ist. Das ist in der Regel auch etwas, was wir relativ schnell verarbeiten können. Das heißt, wenn man das in Search Console angibt, dass man diesen Umzug gemacht hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar innerhalb einer Woche alles verarbeitet ist und sauber umgezogen ist auf die neue Variante. Schwieriger wäre es, wenn man jetzt ein Domain aufteilen möchte oder eben jetzt wie im vorherigen Fall, dass man da quasi die englische Variante heraustrennt und auf einen eigenen Domain nimmt. Solche Veränderungen, wo man eine Website aufteilt oder zusammenführt, die sind immer ein bisschen schwieriger zu verarbeiten und das sind in der Regel auch solche Veränderungen, wo man schlecht vorweg sagen kann, wie sich das verändern wird. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade dieses Herausnehmen der englischen Version, dass das ein bisschen kritisch ist oder gewesen ist. Aber denke, dass wenn man jetzt umziehen möchte auf domain.de, sehe ich da eigentlich keine großen Nachteile. Der einzige Nachteil ist natürlich die Länderzuordnung, dass man da halt sagt, das ist klar für Deutschland. Das heißt, wenn jemand in der Schweiz oder in Österreich nach etwas sucht und etwas Lokales erwartet, dann könnte ich mir vorstellen, dass unsere Algorithmen sagen, ja, das ist eine Website für Deutschland, vielleicht gibt es lokale Anbieter, die relevant sind. Wenn das hingegen Produkte sind, wo Benutzer in der Regel nicht quasi nach lokalen Ergebnissen suchen, dann denke ich, ist das auch unproblematisch. Also eben wie dann da am Anfang steht ja, es sind Softwareprodukte. Meistens ist es ja so, dass die Softwareprodukte für alle Länder geeignet sind und von dem her denke ich, ist das wahrscheinlich weniger der Fall, dass jemand in der Schweiz sagt, ich möchte jetzt eine Software installieren, die speziell für die Schweiz ist, die vielleicht trotzdem allgemein ist für alle deutschsprachigen Benutzer. Wahrscheinlich ist das weniger so der Fall. Und von dem her, wenn man möchte, auf domain.de umziehen, denke ich, ist das eher unproblematisch in diesem Fall. Okay, ich muss leider los. Das heißt, wir müssen ein bisschen kürzer halten. Machen wir es vielleicht so, wenn noch einer von euch eine kurze Frage hat, versuchen wir die noch reinzukriegen. Hallo, Christian hier. Hi. Hallo. Ich habe tatsächlich eine kurze Frage, also ich hoffe, die Antwort ist auch kurz. Und zwar, was mich interessieren würde bezüglich Bildersuche. Ist es so, dass Google ein bestimmtes Bild immer nur einmal indexiert? Also das ist gerade im Hinblick auf Stockfotos ja eine interessante Frage. Oder kann es auch sein, dass dasselbe Bild oder das gleiche Bild, muss man ja sagen, wenn es auf verschiedenen Seiten vorkommt, auch mehrfach im Index landet? Ich weiß, dass wir versuchen, auch die normale Canonicalisation zu machen bei Bildern. Das heißt, wenn wir erkennen können, dass es das gleiche Bild ist, dass wir das zusammenklappen und mit einer Haupt-URL indexieren.
Bei Bildern ist es aber auch oft so, dass das gleiche Bild ja unterschiedliche, sag ich mal, Inhaltsbytes haben kann. Dass wenn es irgendwie neu komprimiert ist, dass es da eine leicht andere Datei ist. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es in manchen Fällen dazu kommt, dass wir die Bilder separat indexieren. Aber normalerweise versuchen wir das schon zusammenzuführen und sagen, das ist die Hauptversion. Und dann zu dieser Bilddatei, wo ist, sind quasi die Landingpages, die dazugehören. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir unterschiedliche Landingpages zu einem Bild haben und dass wir das dann separat zeigen würden in den Suchergebnissen. Aber in der Regel, das Bild selber versuchen wir schon einfach einmal zu indexieren. Aber das heißt, Google schaut schon in die Bilddatei rein und in die Daten des Bildes. Ja, ja. Wir versuchen auch zu erkennen, welche Bilder quasi einfach unterschiedliche Größen der vom gleichen Bild sind. Das kann man ja auch so ein bisschen herausfiltern in der Bildersuche. Ja. Okay, cool, danke. Cool. Okay, dann machen wir vielleicht hier Pause. Vielen Dank fürs Kommen. Entschuldigung, dass wir ein bisschen kurz sind dieses Mal. Aber nächstes Mal haben wir sicher wieder ein bisschen mehr Zeit. Wünsche euch allen einen schönen Nachmittag noch und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss allerseits. Tschüss. Ciao, ciao.